Alle diese Menschen, mögen ihre Taten und Werke heißen, wie sie wollen, haben eigentlich überhaupt kein Leben. Das heißt, ihr Leben ist kein Sinn, hat keine Gestalt. Sie sind nicht Helden oder Künstler oder Denker in der Art, wie andere Richter, Ärzte, Schuhmacher oder Lehrer sind, sondern ihr Leben ist eine ewige, leidvolle Bewegung und Brandung, ist unglücklich und schmerzvoll zerrissen und ist schauerlich und sinnlos. Sobald man den Sinn nicht in eben jenen seltenen Erlebnissen, Taten, Gedanken und Werken zu sehen bereit ist, die über dem Chaos eines solchen Lebens aufstrahlen.